So, guten Tag allerseits. Wir machen heute noch ganz kurz weiter mit den ISDN-Anschlussleitungen, mit der Teilnehmeranschlussleitung vom ISDN. Und ich habe ja gesagt, die Inhouse-Installation, die ist beim ISDN, zumindest so wie es in Deutschland und in Teilen von Europa vorgesehen ist, zunächst mal vieradrig verkabelt, und das hat was mit dem Mehrgerätezugriff zu tun, damit man diesen Echo-Kanal hat und diesen zerstörungsfreien Wettkampfmechanismus um die Benutzung des Kanales, dieses Signalisierungskanals, des Rückkanals. Auf der Hauptleitung hier haben wir eigentlich nur zwei Kupferadern, zumindest ist das bei einem großen Teil dieser Teilnehmeranschlussleitung so, dass es einfach nur zwei Kupferadern gibt, die man benutzen kann. Und deshalb braucht man ein Verfahren auf der Teilnehmeranschlussleitung, der langen, also von der Vermittlung zum Teilnehmer, zwischen Vermittlung, Exchange Termination und der Network Termination, NT, das mit zwei Adern auskommt. Und dieses mit zwei Adern auskommen, das bedeutet, dass es Reflexionen gibt. Sie schicken ein Ausgangssignal hier ab auf dieser zweiadrigen Leitung, und naja, gleichzeitig kommt auf diesen zwei Adern, auf diesem einen Stromkreis, die Empfangsnachricht. Aber auf der Leitung entsteht noch von unserem Ausgangssignal, das ja eigentlich auch relativ stark ist, eine Reflexion. Und diese Reflexion, also das Echo von unserem eigenen Ausgangssignal, das wir auch permanent schicken, genauso wie der andere hier was permanent schickt, das wird gemischt mit der Empfangsnachricht. Und die ist auch nach ein paar Kilometern vielleicht schon gedämpft. Dieses Mischempfangssignal, was da entsteht, also mein eigenes Echo und das, was der Gegenüber sagt, das muss man jetzt sicher dekodieren können. Das heißt, am besten wäre es, wenn man unser eigenes Signal abziehen könnte von diesem Eingangssignal, von diesem, sagen wir mal, Empfangssignal, denn dann hätten wir ja, also Empfangssignal minus die Reflexion, das wäre ja genau das, was wir haben wollen, die Nachricht, die wir empfangen wollen, vom Gegenüber. Und deshalb muss man hier, wenn man Echokompensation betreiben will, zunächst mal in der Anfangsphase die Leitung testen und bei ruhiger Leitung bestimmte Testsignale, eine Testsequenz in die Leitung schicken und schauen, was man von seinem eigenen Signal hört. Weil natürlich dieses Testsignal anders ist als das Signal, was man später senden möchte, muss man jedes Mal, wenn man dann später in der eigentlichen Betriebsphase, nachdem man eine gute Idee hat, wie das Echo aussehen könnte aus der Testphase, muss man also, wenn man hier eine Nachricht sendet, berechnen, wie das erwartete Echo denn aussehen müsste. Das berechnet man eben hier im Endgerät. Und dieses erwartete Echo, das gibt man hier dann in eine Schaltung, die kann relativ einfach sein. Die Schaltung, die das Empfangssignal nimmt und den anderen Eingang, das erwartete Echo, davon subtrahiert. Dann würde man die Empfangsnachricht bekommen. Das klappt auch ganz gut, allerdings ist der Aufwand hier, die Signalverarbeitung, die nötig ist, ich würde mal sagen, nicht ganz trivial. Und in der Anfangszeit des ISDNs war es sogar eine teure Sache. Da hat man gut nachgedacht darüber, ob man wirklich diese UK0-Schnittstelle mit der Echo-Kompensation wirklich betreiben will oder ob man nicht besser doch vier Drähte verwendet oder irgendein anderes Verfahren, kommt gleich noch. Der Leitungscode auf der UK0-Schnittstelle ist dieses MMS mit dem 4B3T-Code, Modify Monitor Sum. Die Rahmen bestehen
aus erstmal 11 Sync-Symbolen, dann noch so ein Kontrollkanal, ein Meldesymbol heißt das, und dann 4x27 Nutzbouts. Die Symbole, ja, wir haben ja so eine ternäre Codierung in dem 4B3T, und weil es eine ternäre Codierung ist und wir brauchen ja nur 16 Signalwerte zu codieren, aber es gibt ja insgesamt 27 mögliche Codes. Das heißt, diese Sync-Symbole und das Meldesymbol, die unterscheiden sich hier von diesen Nutzbouts. Das sind eben welche, die man gar nicht, welche von diesen 27 minus 16 Symbolen, die wieder übrig bleiben. Und in diesen Nutzbouts hier, das kann man jetzt nachrechnen, ne? In diesen 4x27 Nutzbouts stecken vom B1-Kanal 2 Byte drin, vom B2-Kanal 2 Byte und 4 D-Kanal-Bits. Und das ist dann genau das hier, was wir hier downstream reinstecken müssen, beziehungsweise upstream können wir das dann übertragen hier. Die Frames, die gehen downstream und upstream und die Echo-Kompensation sorgt dafür, dass wir die sauber auseinanderhalten können mit so einem vorhergesagten Echo. Dazu braucht es am Anfang, bevor wir, wenn das Gerät, Endgerät aufwacht oder die Vermittlung aufwacht, braucht es eine kurze Trainingsphase, damit wir die, um die Leitung einzumessen. Diese UK0-Schnittstellenleitungen, die können bis zu 8 Kilometer lang sein. Es gibt noch eine zweite Technik, auf die ich Sie hinweisen möchte, die ist von der Signalverarbeitung in den Endgeräten, also in der Network Termination und in der Exchange Termination, günstiger. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man so in der Größenordnung von 60.000 Transistorfunktionen für die Signalverarbeitung braucht. Und es muss auch vor allem in dieser einfachen NT bei Ihnen zu Hause an der Wand auch noch vorhanden sein, diese Verarbeitungsleistung, ne, diese die Echokompensation, die muss man an beiden Enden der Leitung betreiben. Ich habe das hier nur an einem Ende, aber hier am anderen Ende muss es natürlich nochmal genauso betrieben werden. Ja, man kann eine billigere Leitung bauen, diese UP0-Schnittstelle. Allerdings ist da die Reichweite deutlich geringer, da sprechen wir über bis zu 2 Kilometer Reichweite. Das wird diese UP0-Schnittstelle, die es auch im Euro-ESDN gibt, die auch standardisiert ist, die wird mit einer 2B1Q, also 2 Bits nehmen und in ein quaternäres Zeichen reinstecken. Das hilft, die Umschaltrate zu halbieren, die Symbolrate und damit die Umschaltrate zu halbieren. Und das wird im Ping-Pong-Verfahren betrieben. Das heißt, erst schickt das Netzwerk einen Frame und das Endgerät schickt nichts, dann schickt das Endgerät einen Frame, das Netzwerk, das Endgerät, das Netzwerk, das Endgerät, das Netzwerk, und dieser Ping und Pong, diese Phase Netzwerk-Endgerät, die ist 125 Mikrosekunden lang. Sie sehen also, da haben wir dann nur einen B1-Kanal, einen B2-Kanal in so einem Ping oder einem Pong und nur 2 D-Kanal-Bits. Das Problem an der Geschichte ist, und da kommt die Reichweiteneinschränkung. Ich habe das hier so locker zusammengemalt, als ob es gleich damit weitergehen würde. Das geht aber natürlich nicht, denn wir müssen das Ping schicken und wie beim Tischtennis, ne, wenn man mit dem Schläger gegen den Ball kloppt, dann dauert es eine Weile, bis es beim Gegner ist. Und dann kann der dagegen schlagen und dann fliegt es wieder zurück. Also der Roundtrip muss in diesen 125 Mikrosekunden erledigt sein. Hin und wieder die Antwort zurück. Denn ich kann ja erst hier unten, ich kann ja erst schicken, mein Ping, wenn das Pong vom anderen angekommen ist, wenn der Ball da ist sozusagen. Und diese ganze Zeit inklusive Roundtrips sind 125 Mikrosekunden. Und jetzt kann man, ja, eine Nanosekunde ist so lang, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auf so einer Kupferleitung ist die ungefähr 22 cm lang. Wir können uns also ausrechnen, wie lang dieses Päckchen hier ist, dieser Rahmen, wie lange wir brauchen, um das rauszuschicken. Dann kommt die Übertragungszeit zum anderen dazu
Und wenn wir über 2 Kilometer sprechen, dann kommen schon ein paar Mikrosekunden zusammen. Eine ganze Menge sogar. Also in der Zeit, wo das Päckchen, der Rahmen unterwegs ist, kann der andere ja auch noch nicht eine Antwort schicken. Das heißt, der andere, der muss hier erst warten, das ist hier zwischendrin, besteht tatsächlich eine Lücke. Und dann kommt die Antwort und die sehe ich dann auch irgendwann hier und dann kann ich sofort, wenn die angekommen ist bei mir, wieder schicken. Also ein Teil von diesen 125 Mikrosekunden ist auch eine Zeit, wo die Frames einfach unterwegs sind. Je länger ich die Leitung mache, desto länger ist die Zeit, in der die Frames unterwegs sind. Dann müsste ich die Bitrate hier erhöhen, damit die zeitlich gestaucht werden, diese Frames. Und dann wäre irgendwann die Symbolrate zu hoch für diese Leitung. Also dieses Umschalten zu hoch und wir würden zu hohe Frequenzen haben für diese Leitung und dann entsprechend eine stärkere Dämpfung haben. Also dieser Ping-Pong-Betrieb schränkt die Leitungslänge ein. Das haben wir hier nicht bei der Echokompensation. Da wird die Leitungslänge durch die Übertragungseigenschaften dieser Leitung eingeschränkt, also Dämpfung, pure Dämpfung. Und hier haben wir allerdings auch eben diesen Ping-Pong-Betrieb mit den Umlaufzeiten. So, ich habe jetzt schon auf der letzten Folie über diese Frames gesprochen. Also ich mache so kleine Päckchen. Hier oben habe ich übrigens auch sowas wie ein Frame-Sync-Symbol, 11 Stück am Anfang, dann das Meldebyte, das Meldesymbol und dann diese Nutzbauts 4x27. Und dann geht es wieder von vorne los mit den Sync-Symbolen. Auch hier hatte ich etwas, das habe ich Rahmenkennung genannt. Und dann kommt offensichtlich dann der Rahmen und irgendwann kommt wieder eine Rahmenkennung. Und über diese Rahmen, da möchte ich jetzt ein wenig sprechen. Und das ist das Kapitel asynchrone Rahmenübertragung. Einer der wichtigen Gründe, es gibt eigentlich 2 wichtige Gründe, die wir gleich besprechen werden. Es gibt noch ein paar kleinere Gründe, aber das Wichtigste die wichtigsten Gründe möchte ich separat herausarbeiten. Der erste Grund ist, man betreibt Leitungen gerne synchron, um zum Beispiel Takt zu erhalten. Damit der andere mal weiß, dass noch jemand da ist. Auch so ein Grund. Also, dass die Gegenstelle noch da ist. Also, wenn wir solche Leitungen synchron betreiben, dann müssen wir irgendwie kenntlich machen, falls wir nicht immer was zu schicken haben. Und das ist ja, in der Regel ist es ja so, dass wir nicht ständig was zu übertragen, bei manchen Medien schon, bei Video und bei Audio, aber wenn wir E-Mails oder Bilder übertragen oder Tastatureingaben, dann müssen wir eben nicht permanent was übertragen, sondern nur, wenn wirklich Daten zur Übertragung vorliegen. Wir müssen also so ein Anfangskennzeichen haben, damit der Gegner weiß, er kriegt ja ständig Symbole geschickt, damit am anderen Ende der Empfänger weiß, das ist jetzt nicht mehr dieses Füllsymbol, nur damit ich weiß, dass der andere da ist, sondern das ist jetzt ein Symbol, das klar macht, jetzt kommen Daten. Jetzt kommt was, was ich in Empfang nehmen muss und weiterreichen muss. Und irgendwann braucht man dann auch wieder, wir brauchen also irgendwie so ein Aufwecksymbol. Und irgendwann brauchen wir auch wieder so ein Endesymbol, das sagt, so jetzt war es das mit den Daten. Und wir wissen mitunter gar nicht, wie viele Daten in so einem Stück drin stecken. Vielleicht ist die E-Mail lang, vielleicht ist die E-Mail kurz. Vielleicht ist die Datei, die wir betragen, lang, vielleicht ist sie kurz. Wir brauchen also so eine Begrenzung. Es geht los, es endet. Rahmenkennzeichen. Ja, wir brauchen auch irgendwelche Füllsignale, dieses graue Zeug hier, 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 hier. Und wir können auch eine Vereinbarung machen, dass es geht los mit Daten, bedeutet, dass jetzt kein Füllsymbol mehr kommt.
Und die Daten zu Ende kann man auch daraus ableiten, dass jetzt wieder Füllsymbole kommen. Das bedeutet aber, dass wir in unserem Datenpaket keine Füllsymbole haben dürfen. Klar, ne? Sonst würde ja das Gegenüber meinen, da kommt ein Füllsymbol, also ist das Datenstück, was wir kriegen sollten, der Frame, zu Ende. Also entweder Rahmenkennzeichen oder das aus dem Umkehrschluss aus der Präsenz von Füllsymbolen schließen, dass wir jetzt keinen Rahmen haben. Die Synchronisation, die sollte natürlich irgendwie aus diesen Füllsymbolen, also Taktleitung, Taktableitung und sowas, erfolgen. Und was wir auch brauchen ist, wo steht es denn hier? Na, ich erzähle es einfach, zur Synchronisation gehört auch, dass wir eventuell auf den Anfangs, ja, auf Bytes synchronisieren. Denn das, was hier übertragen wird auf so einer Leitung, das sind ja eigentlich erstmal Bits. Und die Füllsymbole, die sollen jetzt auch dazu dienen, beziehungsweise die Startsymbole, Abwesenheit von Füllsymbolen, Startsymbol, soll dazu dienen, dem Empfänger zu sagen, so, jetzt geht's los und ab dem ersten Bit zählst du 8 Stück, das ist das erste Byte, und dann wieder 8 Stück, 8 Stück, 8 Stück, 8 Stück. Also die Füllsignale bzw. die Rahmenkennzeichen sollen klar machen, dass es zu so einer Bit- und Byte-Synchronisation sollen die beitragen. Es gibt übrigens auch andere Rahmenformate, in denen wir eine beliebige Bitzahl hineinstecken können, also nicht notwendigerweise ein Vielfaches von 8 Bits drin haben, sondern vielleicht auch eine beliebige Bitzahl. Das werden wir aber separat nochmal diskutieren. Eine Variante für solche Frames ist der statistische Multiplex. Ist festen Multiplex hatten wir hier gesehen. Startsymbol, dann ein Bit kommt noch, DC-Ausgleich, dann kommen 8-Bit B1-Kanal, da kommt ein bisschen was, 8-Bit B2-Kanal, 8-Bit B1-Kanal, 8-Bit B2-Kanal, da kann man sich vorher darauf einrichten, wann was kommt. Festes Multiplex-Schema. Was wir aber auch vielleicht gerne hätten, ist so ein statistischer Multiplex, nicht statischer, sondern statistischer Multiplex. Das bedeutet, dass wir mehrere Verkehrsquellen haben, die hier durch diesen Multiplexer auf die eine Leitung draufgemischt werden. Und auf der anderen Seite gibt es einen Demultiplexer, der den Datenstrom auseinandernimmt, zerlegt. Und bei einem statistischen Multiplexer bedeutet das, dass mal der hier ein kurzes Paket hat, dann haben wir hier mal ein langes, dann haben wir hier so ein mittleres. Die kommen auch teilweise gleichzeitig an oder zumindest überlappend an. Und die müssen hier drin zwischengespeichert werden, um sie zu sequenzialisieren. Also, das ist Filmausschnitt 1, Bild 1 sozusagen, Bild 2. Jetzt haben wir also zunächst mal das da, dann das hier drin und dann das hier. Und am anderen Ende wird das zerlegt und man beachte und wieder einzeln weitergeschickt. Jetzt kommen die nicht mehr überlappend an, sondern jetzt kommen die hintereinander sequenziell an. Denn diese Leitung kann ja nicht gleichzeitig benutzt werden, deshalb muss dieses Ding hier auch puffern. Wenn die jetzt hier böswillig sind und zu viele Daten schicken, dann läuft irgendwann mal der Puffer über und der muss auch was wegwerfen. Aber das wollen wir vorläufig mal ignorieren. Sie sehen übrigens, dass wir hier noch ein bisschen mehr brauchen. Ich habe hier, nur das Gelbe sind die Daten, ich habe hier vorne so eine Markierung dran gemalt. Und dunkelgrün, hellgrün und braun. Als Markierung. Ich habe die Farben benutzt, um zu adressieren. Also an den Frames steht hier vorne dran, das ist für den Teilnehmer 3, das ist für den Teilnehmer 42 und das ist für den Teilnehmer 84. Und der Demultiplexer muss das dann hier auseinandernehmen. Wenn übrigens hier nichts geschickt wird, dann laufen hier nur diese grauen Füllsymbole über die Leitung. Trotzdem bleiben die beiden Endgeräte bitsynchron. Diese Adressierung
naja, der Gegner, die andere Seite, muss ja jetzt wissen, wo denn, hier, wir stecken hier in unseren Multiplexer solche Frames rein, die andere Seite muss wissen, wie sie diese hier sequenziell ankommenden auf die Ausgangsleitungen verteilen soll. Das kann man auf verschiedene Arten machen, das dem anderen mitzuteilen. Eine Methode ist die Verbindungskontrolle, das heißt, das muss man explizit sagen. Wir sagen, wenn da vorne in dem Adressfeld was Braunes ist, dann möchten wir es bitte am Ausgang 1 weitergeschoben haben. Wenn das Adressfeld grün ist, die Adresse 42, dann möchten wir es am Ausgang 2 haben und hier das dunkelgrüne am Ausgang 3. Und jetzt gucken wir uns also mal hier die Felder an. Hier geht es los mit Rahmenkennung und jetzt kommt was Blaues. Und da könnten wir zum Beispiel Verbindungsinformationen hinschreiben oder sowas. Oder Managementinformationen. Dann kommt die Adresse, dann kommen die Daten, dann kommt nochmal was Blaues. Das heißt, da können wir noch irgendwie andere Informationen zwischen den Multiplexern hier austauschen. Und dann kommt erst das Rahmenkennzeichen. Hier drin, in diesem zweiten Blauen, können wir zum Beispiel Fehlererkennungsinformationen reinstecken. Eine Prüfsumme. Tatsächlich nimmt man da heutzutage nicht einfach nur irgendeine primitive Summe, alle Bytes mal zusammen addieren und dann das Ergebnis Modulo 8 oder Modulo 16 in die Prüfsumme reinschreiben, sondern man nimmt da etwas was Fortschrittliches, zum Beispiel Cyclic Redundancy Check Information. Das ist dann das Resultat, ja, das Resultat von der Polynomdivision mit einem Prüfpolynom. Da gibt es verschiedene standardisierte Prüfpolynome, kommt ein 16-Bit-Resultat raus, das ist eigentlich auch ein Modulo natürlich, und der hier drüben kann das dann überprüfen. Wenn man die CRCs geeignet auswählt, dann kann man relativ gute Fehlererkennung garantieren und man kann das auch nachrechnen, beweisen, mit welcher Wahrscheinlichkeit so ein 16-Bit-Prüfcode oder ein 32-Bit-Prüfcode welche Sorten von Fehlern findet. Und, naja, zum Beispiel gradanzahlige Bitfehler, also immer, wenn die paarweise auftreten, oder 4 oder 8 oder auch 6 in einem Frame, die kann man, glaube ich, mit so einem CRC immer finden, und die ungeradanzahligen kann man die kürzeren immer finden und so, also ab 17 und 19 und 23 Bitfehlern kann man dann irgendwelche Wahrscheinlichkeiten angeben. Nachlesen kann man das in der Literatur, die Fehlerentdeckungsleistung von solchen CRCs. Das zweite, was man vielleicht hinzufügen konnte, ist Fehlerkorrekturinformation, also irgendwelche Blockcodes oder Forward Error Correction, Fehlerkorrekturinformation. Oder was zweites, das auch durchaus eine Möglichkeit ist, ist Wiederholung von Paketen. Wenn wir einen Datenstrom von links nach rechts haben und so eine Art Antwortkanal von rechts nach links, könnte dieser Multiplexer ja dem hier sagen, ich habe ein Paket nicht verstanden, Entschuldigung, ein Frame nicht verstanden, bitte wiederholen nochmal. Das wollen wir hier nicht ausführlich diskutieren. Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt in der Vorlesung Rechnernetze nochmal zur Sprache. Ich nenne das hier gerne Frames, aber Sie haben gemerkt, bei meinem Vortrag hier habe ich manchmal auch Pakete benutzt. Eigentlich finde ich, dass Frame der richtige Ausdruck ist, aber manchmal verplappere ich mich doch immer noch. Sowas Ähnliches wie Frames finden wir auch in dieser Übertragung von Zellen. Eigentlich sind Zellen, so wie man den Begriff Zelle benutzt, meint man damit in der Regel Frames, die die gleiche Länge haben. Also wenn auf dieser Leitung vorgesehen ist, dass die alle gleich lang sind und nicht wie hier unterschiedlich lange Datenfelder haben. Wir kommen aber auch nochmal bei so einer zellbasierten Übertragungstechnik vorbei. Die Topologien von solchen Multiplex-Strecken, die kann zum Beispiel Punkt zu Punkt sein. Also wir haben einen Sender und einen Empfänger im einen Gerät und hier auch noch in der anderen Seite Sender und Empfänger, wenn es ja hier voll Multiplex ist. So eine Punkt-zu-Punkt-Topologie, das sehen wir zum Beispiel zwischen
zwei zwischen dem Router und dem Anschluss, also dem DSL-Router und dem Anschluss beim Provider auf der anderen Seite. Also das wäre eine Punkt-zu-Punkt-Leitung und dazwischen drin werden viele Frames übertragen. In den Frames befinden sich zum Beispiel IP-Pakete und der Router am einen Ende hat dann eben die Aufgabe, die zu sortieren und über die richtige Ethernet-Leitung an ihre Endgeräte weiterzureichen. Also das könnten wir uns hier als die Funktion im Netz vorstellen, beim Provider, der uns Frames mit IP-Paketen drin schickt und hier auf der anderen Seite den Router, der den Datenstrom auseinandernimmt und die IP-Pakete an die richtige Adresse weiterverteilt. Aber ja, darüber sprechen wir hier in dieser Vorlesung technische Informatik nicht mehr so viel, aber im Wintersemester in den Rechnernetzen wieder entsprechend mehr. Ja, auf einer Multipoint-Strecke, da haben wir zum Beispiel hier ein Gerät, das man auch Master nennt und hier auf der anderen Seite die Slaves und hier gibt es so einen Demultiplexer, also das hier ist, da ist dann die Multiplexer-Funktion drin, beziehungsweise das ist ein Rechner oder ein Router oder sowas und hier haben wir einen Demultiplexer, eine Leitung rein, drei Leitungen raus zu diesen Slaves hier oder vielleicht sind es auch 27, wenn wir entsprechend mehr Endgeräte hier haben. Was man hier lösen muss, ist natürlich Adressierung. Denn hier muss irgendwie was dran geklebt werden an die Frames, die hier übertragen werden, dass der hier weiß, ob das nun hier oben hin oder hier unten hin soll. Es gibt noch eine zweite solche Topologie, Multipoint-Topologie, die nennt man auch gerne Multidrop. Das ist so ein Bussystem. Wir haben einen Master und der schickt auf einem Kabel, auf einem Kanal, das ist eigentlich der bessere Ausdruck, Kanal, ne? Schickt er die Frames raus und hier an der Leitung sitzen die jetzt in diesem Fall drei Terminals, könnten aber natürlich auch 42 oder 180 sein. Und diese Terminals, die sehen sich jetzt hier jeden Frame an und sie wissen, ich bin das Terminal A. Wenn also ein Frame kommt, der für den A adressiert ist, dann nehme ich diesen Frame entgegen. Wenn ein Frame kommt, der für C adressiert ist, dann nehme ich ihn nicht entgegen, außer ich will schnüffeln. Aber schnüffeln wollen wir eigentlich nicht. Hier haben wir so eine dezentrale, so einen verteilten Adressierungsmechanismus. Jeder beobachtet die Frames, die hier laufen und entscheidet sich individuell, ob er den Frame nimmt oder nicht. Das hat den Nachteil, dass jeder zuhören kann und dass man, wenn es sensitive Informationen ist, eine Verschlüsselung braucht. Das hat aber, das ist der Nachteil, der Vorteil von so einem Szenario ist, dass man hier auch einfach Sendungen an alle veranstalten kann. Man kann ja eine spezielle Adresse haben, die heißt, das geht jetzt alle an, das ist eine Nachricht für alle. Wohingegen das hier nicht ganz so einfach ist, da bräuchte man nämlich hier eine Replikationsfunktion, die dafür sorgt, dass es sowohl an den A als auch an den B als auch an den C weitergeleitet wird, wenn wir so eine Multicast-Topologie uns wünschen. Aber auch zu diesem Thema gibt es dann noch ein bisschen mehr in der Vorlesung Rechnernetze. Ich möchte jetzt, ja, relativ kompakt und kurz, über RAM-Formate sprechen. Also, ja, Standards oder zumindest Ideen für Standards, wie man so einen Rahmen aufbaut. Ich habe hier an dieser Folie ja schon da gestanden und gesagt, da, das ist das Anfangskennzeichen und dann kommt irgendwie Kontrollinformation und Adresse und Daten und nochmal Kontrollinformation und das Ende. Hier habe ich sowas. Es geht mit dem Flag los. Anfangskennzeichen, dann kommt die Adresse, dann kommt Kontrollinformation, das ist ein bisschen umgestellt, dann kommt etwas, was Sequenznummer heißt, da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dann kommen die Daten, dann kommt etwas, was man Frame Check Sequence nennt, zum Beispiel so ein CRC oder auch irgendeinen anderen Fehlerentdeckungsmechanismus und dann kommt ein Flag. Also,
wir schauen die Leitung an, irgendwelche Idle-Symbole. Und lassen wir es mal uns vorbeilaufen. Ja, wir sitzen hier, der B sind wir jetzt, lassen wir uns vorbeilaufen, die Symbole. Und irgendwann kommt ein Flag. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Flag bedeutet, dass im nächsten Byte oder in den nächsten zwei Bytes steht, wer gemeint ist. Und wenn da ein B drin steht, dann geht die Arbeit los. Dann müssen wir nämlich jedes Byte hier in Empfang nehmen, die Prüfsumme nachrechnen und das dann auf eine höhere Software-Schicht weiterreichen. Guck mal, da ist ein Frame für uns. Daten für uns. Eventuell müssen wir mit dieser Kontrollinformation was machen. Eventuell müssen wir mit der Sequenznummer was machen. Reden wir gleich noch drüber. Hier hinten bei der Prüfsumme, die müssen wir auch nachrechnen als Gerät B, um, naja, wenn die Prüfsumme, wenn es nicht aufgeht, wenn wir also die Prüfsumme 87 berechnen, aber der hatte als Prüfsumme 22 reingesteckt, wissen wir, dass es einen Übertragungsfehler gegeben hat. Was machen wir dann? Wegwerfen. Es ist keine gute Idee, da noch dran rumzudenken und es vielleicht doch noch zu benutzen. Warum? Wir wissen ja nicht, ob der Fehler nicht vielleicht sogar die Adresse betroffen hat. Dann hätten wir den Frame ja gar nicht in Empfang nehmen sollen. Dann wäre er ja vielleicht gar nicht für uns gewesen. Es kann ja sein, dass gerade die Adresse verfälscht worden ist. Spätestens bei der Prüfsumme wissen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von, na, wenn die Prüfsumme gut ist, 99,99999%, dass der Frame für uns war. Wenn das natürlich hier vorne unsere Adresse war. Ja, ich habe gesagt, exemplarisches Rahmenformat. Und das habe ich dann auch ein bisschen erzählt. Hier können Bytes Daten drin stecken, Bytes oder Bits. 2, 3, 700, 18.000, 42 Millionen. Konzeptuell können solche Rahmen ganz schön lang werden. In der Sprechweise des ISO-OSI-Schichtmodells, auch darüber werden wir in Rechnernetze sprechen, würde man das ein Link-Layer oder Schicht-2-Protokoll nennen und Rahmen nennen. Link Layer Protocol Data Unit ist so ein Schicht 2 Rahmen. Das müssen wir uns jetzt einfach merken, die weitere Motivation, warum man das Schicht 2 nennt oder Link Layer, das muss ich Ihnen in der Vorlesung Rechnernetze einfach nachreichen. Also am Anfang von unserem Frame kommt ein Flag. Das sagt, jetzt geht's los. Und das Flag dient häufig auch dazu, dem Empfänger klarzumachen, wo die Bytegrenze ist. Also, ja, damit er jetzt dann hier die Adresse richtig auswerten kann. Also es synchronisiert insbesondere auch auf Bytes. Octet synchronisieren. Byten. Octet, etwas altertümlicher Ausdruck für Bytes. Aber ich will es trotzdem mal hier erwähnen. Falls Sie diesem Begriff mal begegnen. Und zur Rahmenbegrenzung eben. Die Adressierung in LANs, in Mehrpunktkonfigurationen, sowas und sowas, da steht eben drin, welcher Empfänger gemeint ist, welcher Empfänger diesen Rahmen entgegennehmen soll. Im Kontrollfeld die Art der Meldung. Die meisten Frames, die werden Informationen transportieren. Aber am Anfang, bevor wir beginnen können mit dem Informationstransport, werden wir häufig auch mal eine Verbindung aufbauen müssen. Mit einem Kontrollfeld open. Vielleicht steht dann hier in den Daten noch spezielle Informationen dazu, mit wem wir eröffnen wollen. Das lassen wir jetzt mal außen vor, auch in einer anderen Vorlesung. Und wir wollen vielleicht die Verbindung beenden. Bestätigungsinformation, ja, wenn wir ein Päckchen schicken, Entschuldigung, ein Frame schicken, unserem Gegenüber, dann wollen wir vielleicht wissen, ob es angekommen ist. Und hier drin, in dem Kontrollfeld, könnte uns der Gegner, der Empfänger, mitteilen, in einem Kontrollfeld, in einem von seinen Frames, die er in der anderen Richtung zurückschickt, könnte uns der Empfänger mitteilen, dass jetzt
der Frame so wie noch angekommen ist, der Frame 7118 angekommen ist. Also so ein Bestätigungsmechanismus, naja, der muss sich ja, der muss dem bestätigt wird, ja irgendwie mitteilen, was bestätigt wird. In einem normalen Brief schreibt man, oh, vielen Dank für deinen Brief vom 17.03. oder für ihr Schreiben vom 28.02. Hier brauchen wir eine Nummer, wenn wir bestätigen, und die Nummer, die nehmen wir aus dem Sequenznummernfeld. Das ist eine laufende Durchnummerierung. Ein Sender, der Frames schickt, wird typischerweise, wenn er so ein Informationsframe schickt, bei jedem, jedes Mal, wenn er so ein Informationsframe schickt, diesen Zähler eins raufzählen. Und wenn das ein 16-Bit-Zähler ist, dann ist nach 65.536 Frames natürlich Schluss und dann macht er wieder am Anfang weiter. Es ist ja auch eindeutig, außer man hat mehr als 65.000 Frames abgeschickt und ist es noch keiner davon bestätigt. Man kann also allenfalls so viele Frames abschicken, wie dieses Feld Kardinalität hat. Also hier in der Sequenznummer kann man dem Absender sagen, also der Sender sagt dem Empfänger, das ist der Frame 42, und der Empfänger sagt dem Sender, indem sie im Kontrollfeld ein Bild setzt, mit der Sequenznummer 42, ich habe die Rahmennummer 42 bekommen. Und so könnte man das zumindest organisieren. Das, was hier grau gemalt ist, das wird von dem Link-Layer, der Sicherungsschicht, Schicht 2, jetzt haben wir schon drei Namen für diese Schicht, nicht weiter interpretiert. Sollte transparent übertragen werden. Hier über Frame-Check-Sequence, CLC, habe ich ja schon ein bisschen eifriger gesprochen. Fragen? Nein, keine? Dann machen wir hier weiter. Eines der Protokolle, und ich nehme jetzt mal so eins zum Warmlaufen, ein älteres, das es schon länger gibt, da kann ich aber zwei, drei Sachen dran klar machen, das ist dieses Bisync. Ich glaube nicht, dass es heute noch groß verwendet wird, aber ich möchte darüber sprechen, weil man daran doch ein paar Mechanismen irgendwie gut erklären kann, die dann später etwas fummeliger werden beim nächsten, über das wir sprechen wollen, das ist dann das HDLC. Und das HDLC, das ist beliebt und populär und wird in vielen Systemen benutzt. Das Bisync kommt aus der alten Zeit der IBM mit den Terminals, die an Großrechner angeschlossen wurden. Die Buchstabenkodierung, diese Großrechner mit den Terminals benutzt haben, das hieß EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Information Interchange oder sowas. Bei dem D bin ich mir nicht ganz sicher. Da gibt es übrigens auch noch eine Variante von der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO mit ASCII von diesem Bisync. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist mir, dass wir für Rahmenbildung und Kontrolle ein paar Spezialbuchstaben haben. Und wir fangen jetzt an, über Protokollfunktionen zu sprechen. Nochmal ganz einfach so zum Warmlaufen. Da gibt es zunächst mal das Zeichen SYN. Das ist eines von diesen 256 Stück. Das ist, irgendwo in der beim ASCII-Alphabet wäre es relativ weit unten angesiedelt, so zwischen Code 0 und 31. Dieses Sync-Signal, das wird immer dann geschickt, wenn es nichts Ordentliches zu schicken gibt. Also im Idle-Zustand, wenn wir nichts zu übertragen haben, schicken wir Sync, 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 Sync auf die Leitung. Wie erkennt der Gegenüber, dass ein Rahmen losgeht? Na, irgendwann wird mal kein SYN übertragen.
sondern da kommt was anderes. Und jetzt weiß man, der Rahmen geht los. Was kommt denn da? Da kommt in der Regel dieses Zeichen dann, Data Link Escape. Data Link Escape heißt, lieber Empfänger, jetzt kommt ein Spezialzeichen, das zum Protokollinformation austauscht. Danach kommt eine Anweisung. Kommen keine Daten, sondern es kommt Anweisung. Das sagt das Data Link Escape. Und jetzt müssen wir sagen, welche Anweisung soll es denn sein? Und dann nehmen wir hier den Start of Header. Start of Header ist auch eines von diesen Spezialzeichen. Die sind so ausgesucht, dass man sie in einer normalen Tastatureingabe, in einer normalen Ausgabe von lesbaren Zeichen auf dem Bildschirm nicht braucht. Also dann kommt der Start of Header und hinter dem DLE, also das hier heißt Data Link Escape, wir wollen jetzt keine Daten. Was als nächstes kommt, sind keine Daten, sondern ist was anderes. Ah, das andere ist die Header-Information, Start of Header, dann kommt ID, dann kommt Adresse, und das sind jetzt hier irgendwelche Bytes, zum Beispiel ein Adressbyte eben. Und die vielen Empfänger, die wir haben, die schauen in das Adressbyte rein und entscheiden, ob sie gemeint sind oder nicht. Also A, B, C, die einzelnen Adressen, die vergeben sind. So, jetzt ist der Header zu Ende. Die Empfänger wissen alle, wenn es DLE Start of Header kommt, kommt eben der Header, und der Header besteht aus ID und Adresse. Dann kommt, es könnten Daten kommen, aber es kommen jetzt noch nicht Daten. Jetzt kommt noch dieses Data Link Escape Zeichen wieder und Start of Text. Start of Text heißt, jetzt kommen die Daten, die wir in diesem Frame transportieren wollen. Und die gehen so lange, ein Byte, 100, 7384 Byte, bis ein DLE kommt. Dieser DLE heißt, jetzt kommt wieder Verwaltungsinformation, End of Text, also jetzt reicht es dann mit der Datenübertragung. Und danach kommt noch ein Block-Check-Code, das ist irgendeine Zahl, auch 8 Byte strukturiert, und das ist dann so eine XOR-Summe von all dem, das vorher war. Und wenn da bei dem XOR von all dem, was vorher war, dasselbe rauskommt wie hier in diesem BCC, dann ist man glücklich, dass der Frame nicht gestört worden ist, und sonst muss der Frame verworfen werden. Jetzt kommt danach das SYN und wieder das Idle-Symbol auf der Leitung. Hier habe ich nochmal aufgeschrieben, was die Dinger so bedeuten. Da gibt es übrigens auch noch einen ACK oder einen NACK-Byte, das hier auch irgendwo übertragen werden kann, mit so einer Sequenz DLE, und dann jetzt kommt eine Bestätigung, und dann ist es ein ACK oder ein NACK. Dieses, das Beispiel hier oben steht, zeichenorientierte Rahmenübertragung, hier steht nochmal zeichenorientierter Rahmen, hier unten können Sie sich den betrachten, ich habe ihn ja eben erklärt. Jetzt müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten bearbeiten. Erstens, was wir nicht übertragen können, so wie es im Augenblick ist, in diesem grauen Datenfeld, ist das DLE-Symbol und die Syncs. Sonst ist der Mechanismus transparent. Ja? Aber wenn hier irgendwo mittendrin ein DLE kommen würde wieder, dann würde er denken, oh, jetzt sind die Daten zu Ende. Oder jetzt kommt Steuerinformation. Wir dürften also hier in den grauen Bytes kein DLE haben. Jetzt schaue ich Ihnen einfach mal ins Gesicht. Ist es soweit klar? Kein DLE im Grauen? Okay. Was machen wir denn, wenn wir trotzdem DLE zu übertragen haben? Dann haben wir vielleicht nicht immer Text, wir wollen ja vielleicht auch mal ein Stück Programmcode oder die neue Firmware zum Terminal übertragen oder sonst was. Wir müssen einen Escape-Mechanismus für dieses Escape-Zeichen haben. Und das macht man, indem man, wenn hier in den Data Link Escape ist, das wir übertragen müssen, und hier kommt irgendein Symbol dahinter und wir kennen es noch gar nicht und es ist auch uninteressant. Was würden wir übertragen? Nun, wir müssen dann einen Data Link Escape übertragen und danach gleich wieder einen Data Link Escape.
Wenn wir zwei Data Link Escapes übertragen, heißt das für den Gegner, so wie ein bisschen beim AMI, wie hieß es, B18S, ne? Wenn wir einen DLE zu übertragen haben, schickt man DLE und gleich danach das DLE, das wir zu übertragen haben. Dann weiß der Empfänger, oh, jetzt kommt ein DLE, Achtung, Steuerinformation. Dann kommt das zweite DLE, denkt er sich, ach, die Steuerinformation heißt nur, dass dann ein DLE übertragen werden sollte. Also gebe ich das DLE hier aus. Das nennt man auch Zeichenstopfen. Wir werden sowas Ähnliches beim Bitstopfen kennenlernen. Das kommt in ein paar Minuten. Bitstuffing. Also dieser DLE-Mechanismus mit DLE, mit DLE, DLE, können wir dafür sorgen, dass das auch im Rahmen drin kommen kann. Und falls wir einen SYN übertragen wollen, dann würden wir dann auch DLE und SYN übertragen. Und das würde dem anderen klar machen, dass jetzt kein SYN kommt, sondern eigentlich nur einen SYN im Inhalt zu übertragen ist. Also da können wir dieses Problem dann auch noch gleich damit lösen, mit diesem extra Stopf-DLE-Zeichen. Einen zweiten Mechanismus, den ich Ihnen auch gerade noch erklären will, das ist wieder diese leidige Zugriffskontrolle. Beim ISDN-Basisanschluss hatten wir das auch, die leidige Zugriffskontrolle für den D-Kanal. Da wird es mit dem Echo-Bit gelöst. Hier brauchen wir schon wieder sowas. Hier. Wer darf denn senden? Wer darf hier senden? Gucken wir mal an dieser Leitung, wenn jeder von den Slaves senden würde, so wie er lustig ist, ungefragt, dann würde eventuell ein schönes Durcheinander entstehen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit käme es zu Kollisionen. Wenn nämlich der und der gleichzeitig auf die Idee kommen, hier was zu senden. Wir müssen also irgendeinen Mechanismus haben, mit dem wir entscheiden oder mit dem wir sicherstellen, dass hier immer nur einer sendet und nicht alle vier gleichzeitig. Und das macht man mit einem wohlbekannten Ansatz aus dem täglichen Leben. Du darfst nur was sagen, wenn du gefragt worden bist. Und hier gibt es also eine Rollenverteilung. Deshalb heißt der Typ übrigens Master und die anderen heißen Slaves. Na, man könnte sich vielleicht schönere Namen dafür aussuchen. Der Master fragt die Slaves ab, ob Daten zu senden sind. Das macht man, das nennt man auch Polling, diesen Mechanismus. Also als erstes schickt der Master mal eine Anfrage, und das ist jetzt ein relativ kurzer Rahmen. Data Link Escape, End of Text heißt, wir haben gar keinen Inhalt, sondern es handelt sich hier nur um Kontrollinformation an den hier, das ist der Adressat, und hier fragen wir und hier schicken wir Poll oder Select. Poll bedeutet, überleg dir, ob du was sagen willst. Select machen wir gleich. Und das hier heißt, es war eine Frage. Und dann ist der Frame zu Ende. Jetzt kriegt der hier adressiert wird, also diese Frage hier mit dem Poll Select. Hier steht ein Poll drin. Und dann kann er zurückschicken, er weiß ja, dass er angesprochen worden ist. Und der Master weiß, dass er nur diesen einen abgefragt hat. Hier mit Adresse. Das heißt, für die hier unten, also der Master schickt diesen Poll-Frame an den hier, an den Slave B. Danach lässt der Master die Leitung in Ruhe. Die anderen sind gar nicht gefragt, halten also auch die Klappe. Nur der antwortet. Und der, für den ist jetzt die Leitung frei. Und der antwortet natürlich innerhalb von einer vernünftigen Zeit. Da gibt es sicher auch einen Timeout-Mechanismus, der dafür sorgt, dass, wenn der Slave B eingeschlafen ist, dass er, oder abgestürzt ist eigentlich, dass man nicht ewig auf den gewartet wird. Und dann kann sich der Slave B entscheiden, ja, ich habe was zu senden. Dann schickt der SYN DLE ACK SYN. Das heißt für den Master,
der will was schicken, der möchte gerne. Oder er schickt SYNDLE NAC, Negative Acknowledge, nö, ich habe nichts zu schicken. Wenn der B antwortet mit dem ACK, dann muss der Master als nächstes wieder so ein Paket schicken, da steht aber jetzt hier nicht POLL drin, sondern SELECT. Und SELECT heißt, du darfst jetzt ein Datenpaket schicken. Man hätte das auch zusammenfassen können mit dem POLL, aber vielleicht will der Master sich ja noch vorbereiten auf so ein Datenpaket. Vielleicht will er auch erstmal nur alle Slaves abfragen, wer dann was zu schicken hat, merkt sich das und dann, wenn er hier hinten vorbei ist, fängt er an, den abzufragen mit SELECT, dann hat er irgendwann sein Paket geschickt, dann fragt er den mit SELECT und so weiter. Der hier will nicht, der hier will auch nicht, dann fragt er noch den und dann fragt er noch den. Also, der SELECT plus Adresse und eine Möglichkeit, Daten zu senden, das machen wir mit dem POLL. Mit dem SELECT kann man einerseits einschalten, wenn vorher der POLL war, dass der andere was senden darf. Und zweitens kann man mit dem SELECT auch noch den, wenn vorher kein POLL war, den Slave aufwachen und sagen, ich habe jetzt was für dich zu schicken, wart mal, dass da, mach dich mal bereit, dass da jetzt was kommt. Das ist dieser Mechanismus hier. Da unten pure SELECT plus Adresse, wenn man nur was zu schicken, wenn den vorher nicht abgefragt worden ist, den aufzuwecken, damit er sich präparieren kann, zum Beispiel einen Puffer bereitlegen oder sowas. Diese Protokolle, dieses bytebasierte Protokoll, hat man benutzt zum Terminal-Anschluss. Da hat man noch weniger Rechner angeschlossen. Das nächste, über das wir jetzt sprechen, das ist ein bitorientiertes Rahmenformat, das ist das HDLC. Das wurde zunächst auch benutzt, um Terminals anzusprechen. Das hat sich aber mittlerweile für ganz viele rahmenorientierten Datenübertragungen durchgesetzt. Eines der erfolgreichsten Protokolle überhaupt. Das HDLC, das ist standardisiert worden als LAB zum Anschluss von Endgeräten an Computer zur Datenübertragung auf Modemleitung, auf Punkt-zu-Punkt-Leitung, aber auch auf solchen Multi-Drop-Leitungen wie eben besprochen. Das hat sich durchgesetzt für das LAB-D, das ist das Schicht-2-Protokoll im ISDN. Für das LAB-DM, das steht hier hinten noch nicht dran, LAB-DM ist das Schicht-2-Protokoll für unsere Mobiltelefone zur Signalisierung. In diesen LAB-DM-Verbindungen können die Mobiltelefone mit der Basisstation Signalisierungsinformationen austauschen. Zum Beispiel, ich möchte gerne eine Verbindung aufbauen mit der Telefonnummer 0176-324-58455 oder sonst was. Bitte nicht anrufen, wer weiß, wer das ist. Oder auch diese LLCs, Logical Link Controls, die in IEEE 802.2 standardisiert sind, mit denen wir in LANs Informationen Daten austauschen. Also das LAB-B ist, das ist dann schon ein stark modifiziertes LAB-B, HDLC, aber das HDLC ist die Basis für ganz viele Protokolle. Einerseits zum Datenaustausch, andererseits zur Signalisierung, wie Sie hier sehen. Und naja, deshalb möchte ich natürlich das hier noch ein bisschen vertiefen. Wir werden es dann im Rahmen dieser Vorlesung auch nochmal brauchen, wenn wir über LANs und über das Ethernet sprechen, beziehungsweise 802.2 LANs sprechen. Es geht wieder los mit einem Flag, der Frame. Oder um genau zu sein, wenn ein Flag kommt und danach kommt was, was kein Flag ist, dann wissen wir, dass der Frame losgeht. Und von Flag und was anderes bis zum nächsten Flag ist der Frame. Das Ende von einem Frame wird mit einem Flag markiert. Hier gibt es kein Längenfeld, das sagt, ich bin 7182 Byte oder 355 Bit lang. Hier gibt es nur
Flag, was anderes, Rahmen geht los, Flag, aha, Rahmen zu Ende. Und alles, was zwischen zwei Flags ist, ist der Rahmen, der eigentliche Inhalt des Rahmens. Als erstes nach dem Flag kommt im Standard Lab B und Lab D ein 8-Bit oder 16-Bit Adressfeld. Die können übrigens auch noch länger sein, das ist auch standardisiert, damit man noch längere Adressen haben kann. Und danach kommt ein 8- oder 16-Bit-Kontrollfeld. Aber ja, im Lab B sind diese 8, 16-Bit die wichtigsten Modi vorgeschlagen worden. Längere Felder gibt es noch mit so einem Extension-Mechanismus. Danach kommen 0 bis N-Bit-Daten, dann kommt einen 16-Bit oder 32-Bit Framecheck, typischerweise ein CRC, und welches Polynom man da zur Polynomdivision benutzt, das steht im Standard drin. Da gibt es das LAB-B-Prüfpolynom und da gibt es ein Ethernet-Prüfpolynom und so weiter. Da gibt es verschiedene. Muss man im Standard nachsehen, welches Polynom da verwendet wird. Um das hier zu berechnen, diese Prüfsumme wird sowohl beim Sender als auch beim Empfänger typischerweise so ein Schieberegister benutzt, mit ein paar XORs drin rein verteilt. Ich habe schon gesagt, beliebige Anzahl Bits pro Rahmen bzw. Schrägstrich-Paket. Woher weiß der Empfänger, wie viele Bits es waren? Er merkt sich alle Bits bis zum Flag und dann zählt er rückwärts. 16 bzw. 32 Bit zieht er ab für die Framecheck-Sequence. Jetzt weiß er, jetzt kommen so viele Bits, bis er hier 16 oder 32 Bits übrig hat als Adresse und Kontrollfeld. Also, zählen, wie viele Bits es sind. Wenn wir hier sind, zählen wir hier 16 runter und hier nochmal 16, dann haben wir die Daten und ihre Länge. Kein Längenfeld. Das ist übrigens auch für den Sender irgendwie ganz praktisch. Er kann einfach mal schon mal anfangen zu senden. Auch wenn er noch nicht weiß, wie lang der Frame wird. Und wenn dann der Frame zu Ende ist, wird einfach noch schnell, also wenn er jetzt keine Daten mehr kriegt, schickt er diese Framecheck-Sequence raus und dann kommen wieder Flags. Ist noch ganz bequem, dass man hier beim Absenden, wenn es hier losgeht, noch gar nicht wissen muss, wie lang das Ding der Frame sein wird. Ja, hier habe ich so, das ist nicht schön. Das sollte eigentlich ein Superscript sein. Ne? X hoch 16 plus X hoch 12 plus X hoch 5 plus 1. Eigentlich hier X hoch 0. Ne? Also X hoch 16, X hoch 12, X hoch 5 plus 1. Das ist das Polynom. Ich glaube, das ist das CCITT, beziehungsweise ja, das CCITT. Prüfpolynom, das man bei dieser Polynomdivision über dem GF2 benutzt. Was hier, ja, wenn man die Division durchführt, dann bleibt ein Rest übrig und der Rest ist das, was man benutzt, was hier übertragen wird. Und wenn man das richtig betreibt, braucht man übrigens gar nicht mehr hier zu vergleichen, sondern wenn man vorher richtig initialisiert beim Sender Schieberegister und beim Empfänger das Schieberegister richtig initialisiert, dann laufen hier diese Bytes alle rein und die Bits alle rein. Und wenn diese 16-Bit oder 32-Bit auch noch reingelaufen sind in das Schieberegister, dann muss da ein festes Muster drinstehen. Der Empfänger kennt sozusagen das Ergebnis vorher. Und wenn all die Bits hier richtig und unbeschädigt sind, dann kommt immer das feste Muster raus. Das kann man natürlich auch nachrechnen, das machen wir hier aber nicht. Wenn Sie das hier noch da Superscript draus machen in Ihren Unterlagen, ich muss das dann im iBook auch noch verbessern. Es gibt ein paar besondere Bitmuster, klar, das Flag, das muss wohl so eins sein. Und das klassische Flag, das ist 0, 6 Einser und eine 0.
Häufig wird das auch als Idle-Muster verwendet. Ich habe das hier nochmal versucht, hier so zu zeichnen. Im Bitstrom drin, wenn das hier irgendwelche Bytegrenzen sind, die sich der Gegner einbildet, der die andere Seite einbildet, ist eigentlich irrelevant. Das hier ist das Flag und wir haben dadurch auch Flag zu Ende, also 0, dann 6n, 0, haben dadurch auch, wissen dadurch auch, dass ja, wo die Grenzen, die Bytegrenzen sind für das Adressfeld, was jetzt kommt, 8-Bit und Kontrollfeld nochmal 8-Bit oder 16-Bit. Man beachte, dieses 0111110 hat auch entsprechend viele Übergänge, wie man sie haben möchte, sodass wir die Taktsynchronisation am anderen Ende bekommen. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Was ist denn, wenn in diesem Datenfeld da oder hier im Kontrollfeld 0111110 übertragen werden muss? Und dazu gibt es diesen Bitstuffing-Mechanismus. Hoppsa. Der Bitstuffing-Mechanismus, der funktioniert so, dass, ja, wenn wir einen beim Sender zu übertragen haben, der Sender, na, schreiben wir noch was anderes hin, 0111110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, es reicht schon. Das ist ja das Bitmuster, was wir zu übertragen haben, hier geht's los. Der Sender zählt mit. 0, ah, jetzt kommt 1, jetzt haben wir den zweiten 1er hintereinander, ah, jetzt haben wir 0, brauchen wir wieder, stellen wir den Zähler wieder zurück, den 1er-Zähler, den wir haben. Eine 1, 2 Einsen, 3 Einsen haben wir wieder zurückgesetzt. Hier sofort wieder zurückgesetzt. Eine 1, 2 Einsen, 3 Einsen, 4 Einsen, 5 Einsen. Hopsa, jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt darf nicht noch eine 1 kommen. Und was macht der Sender? Der überträgt also hier 0111110011110110. Der fügt diese 0 ein. Einfach so. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Der Empfänger, wie merkt er denn, dass das hier so eine falsche 0 ist? Ich sollte vielleicht weg. Sollte das vielleicht rot machen. Der Empfänger hat auch diesen Mechanismus. Wenn 5 Einsen hintereinander gekommen sind, dann wird das nächste Zeichen, die 0, einfach weggelassen. Rausgelassen. Was ist, wenn wir hier im Datenstrom zu übertragen haben? Und der überträgt wieder 0, 1, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, wobei diese 0 eben wieder so eine eingefügte ist. Und wenn der Empfänger immer das hier nach 5 Einsen, den nächsten 0 einfach weglässt, dann sind wir zufrieden. Dann klappt der Mechanismus. Das können Sie sich hier noch kurz überlegen. So funktioniert Bitstuffing. Das einzige Nervige an dem Bitstuffing ist, dass man das in Software schwer hinkriegt. Dann ist man nämlich die ganze Zeit am blöd rumschiften. Dafür benutzt man in der Regel Hardware. Die Hardware ist nicht besonders schwer zu bauen, aber es braucht es halt. Wenn man also so ein HDLC macht, dann muss man Bitstuffen. Und für das Bitstuffing nimmt man gerne Hardware. Es gibt auch so tabellenbasierte Mechanismen. Und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich mich mal dafür interessiert, wie man das denn tabellenbasiert hinkriegt. Man kann tatsächlich sowohl den CRC als auch das Bitstuffing tabellenbasiert in Software machen, aber es ist irgendwie ganz witzig, wie es geht. Aber man braucht schon eine Zeit, bis man das einigermaßen effizient hinkriegt. Und es kostet auch nebenher eine ganze Menge Instruktionen. Da muss man richtig was für programmieren. Also die Flags grenzen unseren Frame ein. Vielleicht gibt es auch noch so ein Abbrechmuster. Das sind dann 7 Einsen hintereinander, sowas da. Manchmal benutzt man auch andere Idle-Muster wie 15 Einsen hintereinander.
Und zur Taktsynchronisation, da müssen wir auch kurz noch drüber sprechen. Da gibt es auch verschiedene Mechanismen. Falls also das Modem keinen Takt liefert, kann man entweder ständig irgendwelche Flags übertragen. Und die sorgen, weil ja auch genügend Einzelübergänge da drin sind, für eine Taktsynchronisation. Zusammen mit einer PLL die Übergänge braucht man von 1 nach 0 und wieder zurück, braucht man, damit die PLL schauen kann, ob diese Schutzbereiche eingehalten werden. Und falls das mal rausläuft in den Schutzbereich hinein, dann nimmt man halt einen Takt raus oder einen Takt rein, zusätzlich dazu beim Zählen, das haben wir uns ja angeschaut, also fürs Abtasten. Was auch gerne benutzt wird, sind irgendwelche solchen Präambeln, wenn man die Leitung zwischendurch in Ruhe lässt, also gar keine Bits überträgt, zum Beispiel, wenn man Energie sparen möchte. Auf einer normalen Ethernet-Leitung kann man da nicht allzu viel sparen, aber in einem Funkkanal kann man natürlich schon sparen, wenn man nichts schickt. Und nur was schickt, wenn man wirklich was braucht. Gerade mobile Geräte möchten sich, so gut es geht, zur Ruhe setzen oder zum Schlafen legen, um Batterie zu schonen. Dann braucht man ein spezielles Bitmuster, das vorher ausgehandelt ist, beziehungsweise das im Standard steht. Und dieses Bitmuster sorgt zur Synchronisation auf physikalischer Ebene. Also der Empfänger, der hört immer zu, und wenn er dann ein spezielles Bitmuster, das habe ich hier versucht mal mit dem Blau und dem Grün zu zeichnen, wenn er ein spezielles Muster von ein- und ausgeschalteten Bits sieht, dann weiß er, ich soll aufgeweckt werden, der andere hat jetzt irgendwo was zu senden. Aus Kompatibilitätsgründen kommt dann noch ein Flag und dann kommt die Nutzinformation von dem HDLC-Frame. Ich schaue noch mal in die Runde, ob es irgendwelche Fragen gibt. Noch schnell hochgucken, Folie angucken, irgendwas fragen, weiterschlafen. Gut. Ihnen fällt gleich der Kopf runter, gell? Sobald ich schlafen sage. Ich habe jetzt hier wir werden nochmal in Rechnernetze auch darauf zurückkommen, dann werde ich insbesondere auch diese Protokollfunktionen hier aus dem Kontrollfeld diskutieren. Aber dieser HDLC-Frame, der hat ein beliebig langes Datenfeld. Das ist irgendwie ganz schön. Beliebig lang hat zwei Vorteile. Erstens, wenn man mal ganz viel hat, kann man es auch noch in einem Frame schicken. Wie schlau das ist, das stelle ich mal dahin. Ne? Je mehr Bytes oder Bits Sie in das Datenfeld hineinstecken, desto mehr kann natürlich auch gestört werden durch irgendeine Interferenz, durch einen Übertragungsfehler. Und wenn Sie 20 Millionen Bits da übertragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ganz schön hoch, dass der Frame kaputt geht. Das ist vielleicht nicht so schlau. Lieber so ein dickes Datenstück in kürzere aufteilen. Aber konzeptuell beliebig lang. Aber es heißt nicht nur konzeptuell beliebig lang, ich muss nicht aufteilen, wenn ich nicht will. Es heißt auch, ich kann auch mal kurze Frames schicken. Wenn ich hier irgendeine Mindestlänge hätte, dann müsste ich es ja auffüllen auf diese Mindestlänge. Und dann müsste ich auch meinem Gegenüber sagen, ich habe da 17 Bytes zu schicken, aber ich muss wegen der Mindestlänge 48 schicken, deshalb vergiss die restlichen 31 hinten dran. Was auch wieder ein bisschen nervig ist. Das ist auch noch was, also diese beliebig große Datenfeld hat nicht nur den Aspekt, dass man auch ganz viel schicken kann, wenn man möchte, sondern auch, dass man ohne Stress ganz wenig schicken kann. Es hat allerdings für den Empfänger den Nachteil und auch fürs Netzwerk zwischendrin, dass man sich auf ganz große Rahmen auch vorbereiten muss und damit klarkommen muss. Und man weiß vorher nicht mal, wie viel kommt. Und wenn mehrere hintereinander kommen, dann mal ein kurzer, mal ein langer, dann muss man sich braucht man entsprechend mehr Verarbeitungsleistung, um das richtig wieder zusammenzusetzen. Eine Alternative dazu, die insbesondere auch für
für stark hardwarebasierte Systeme geplant war. Das ist das ATM. ATM steht eigentlich für Asynchronous Transfer Mode. Und bei dem Asynchronous Transfer Mode, da hat man sich gedacht, wir haben ein Datenfeld mit einer festen Länge. Alle auf dem Weg von der Quelle zum Ziel wissen, die Dinger sind 53 Byte groß, 48 Byte Nutzlast, hier grau Daten, hier vorne blau die 5 Byte Verwaltungsinformation. Die Zeichnung ist übrigens maßstäblich. Nur um so klar zu machen, wie viel das Verhältnis ist von, na, maßstäblich ist vielleicht der falsche Ausdruck, wie viel das Verhältnis ist von Overhead zu Nutzinformation. Auf jeden Fall ist das hier, wenn Sie das hier durch 5 dividieren, kommt das Kästchen, was rauskommt, und dann das Kästchen, was rauskommt, mit 48 multipliziert, ist das gerade die Fläche hier. Also so habe ich das gebastelt beim Zeichnen. Warum kommt diese lustige Zahl 48 raus? Keine Informatikerzahl. Informatikerzahlen sind 32 und 64 in der Gegend. 1024 ist auch eine Informatikerzahl, 2 auch. 2 Potenzen einfach. Warum kommt da 48 raus? Wie konnte das passieren? Und das ist so eine typische Standardisierungsgeschichte, über die man eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, sich nur lächeln könnte. Mit dem ATM sollte sowohl Telefonieinformation als auch Pakete, Datenaustauschpakete, also ja, ans Internet hat man da nur ein bisschen gedacht, aber naja, auch FTP und sonst was sollte damit gemacht werden, also File-Transfer sollte damit gemacht werden. Die Amerikaner haben gesagt, der Overhead ist zu groß, wenn wir die 32 Bytes nehmen, die Europäer gerne hätten. Wir schlagen 64 Byte für eine Zelle vor. Sie merken schon, wo es hinläuft. Die Europäer haben gesagt, wir wollen damit Telefonie machen. Bei der Telefonie ist der Roundtrip-Delay wichtig. Und je größer wir die Zelle machen, desto größer wird der Roundtrip-Delay. Weil man, bevor man eine Zelle abschicken kann, muss man immer erst die Bytes aufsammeln, die reingehören. 64 Telefonie-Bytes wären das dann. Und so haben sie sich eine Weile gestritten. Und am Ende vom Streit haben sie sich auf die sogenannte goldene Mitte geeinigt, 48. Ich finde sowas, das ist eigentlich schon ziemlich blöd. Klassische Politikernummer. Nun gut, deshalb sind wir jetzt also bei 48, und diese 5 Byte Overhead und Verwaltung führt uns zu dieser schönen Primzahl 53. Der Feind des Informatikers. Aber die Leute haben ja gesagt, das ist ja sowieso für Hardware gedacht und man macht ja nichts. Hier vorne drin in dieser Nutzlastinformation steckt übrigens Ziel- und Weglenkungsinformation. Das ist dieses VPI und VCI. Da werden wir nochmal drüber sprechen an geeigneter Stelle. Hier hinten gibt es auch einen Header Error Correction, Payload Type, ob das hier hinten Telefonie ist oder sonst wie Daten. Und hier vorne Generic Flow Control heißt das, GFC, glaube ich. Ein Problem, was entsteht, ist, dass wir, wenn diese Zellen so fest sind und 48 Byte Nutzlast haben, na gut, wenn man telefonieren will, da haben wir ja alle 125 Mikrosekunden 8 Byte, backen wir einfach diese 8 Byte hier rein, bap, 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 und hier nach 48 und 125 Mikrosekunden sind wir fertig, das sind dann 6 Millisekunden, und dann können wir das Ding abschicken. Hier in Payload Type schreiben wir noch rein, ist Telefon. Da haben wir kein Problem. Ein Problem haben wir, wenn wir irgendein Paket haben mit 13 Byte oder 42, das passt ja noch da rein. Dann müssen wir auf irgendeine Weise, und hier vorne ist kein Feld da, wie wir hier irgendwie markieren können, dass nur die ersten 42 Bytes gelten und die restlichen 6 Byte gerade nicht mehr. Das müssen wir irgendwie anderweitig transportieren. Oder was machen wir, wenn wir 1500 Byte haben? Dann müssen wir ja 1500 durch 48 plus eine Zelle schicken.
In der letzten Zelle braucht es übrigens auch wieder so einen Mechanismus, dass wir markieren, wie viel denn da drin steckt. Die anderen, die 1500 durch 48 Zellen vorne dran, die sind alle voll, aber in einer müssen wir noch auffüllen. Da brauchen wir also wieder so einen Mechanismus, mit dem wir sagen, was ist denn wirklich da drin. Das kann man entweder machen im Anwendungsdienst, sowas wie Application Layer Framing, oder es gibt noch so Zwischenübertragungsdienste, diese ATM Adaptation Layers, ich habe das hier unten nochmal hingeschrieben. Da werden größere SDUs verteilt auf mehrere solche ATM-Zellen. Und da gibt es dann auch in diesen ATM Adaptation Layern noch Prüfsummen und andere Felder, die sagen, wie viel Byte denn jetzt wirklich gelten. Aber das ist auch zusätzlicher Overhead, ne? Der dann auch dazu kommt. Hier sieht man so einen, ja, diesen Aufteilungs- und Verteilungsmechanismus. Der ist jetzt schon ziemlich fummelig, formulieren wir es mal so. Also das Ding da oben ist das Gelbe, Service Data ist das, was wir übertragen wollen. Und jetzt müssen sich dieser ATM Adaptation Layer darum kümmern. Da gibt es erstmal einen Convergence Sublayer, schon wieder eine Schicht zwischendrin. Dieser Convergence Sublayer, der macht, was alle Protokolle gerne machen, vorne und hinten dran an die Daten was hinschreiben. Steuerinformation. Da könnte zum Beispiel drinstehen, wie viel Byte denn dieses gelbe Teil hat. Wenn wir jetzt also hier 1400 Byte plus noch ein paar Byte hier und ein paar Byte hier, sagen wir 1420 Bytes zusammen haben, dann wird das aufgeteilt in solche 48 Byte-Stückchen. Vernünftigerweise macht man übrigens den Convergence Sublayer Trailer gerade so lang, dass die letzte Zelle auch noch voll wird. Also das hier, das hintere Ende ist vielleicht flexibel. Hier ist der Header, steht also hier vorne drin und dann das Gelbe und dann das Gelbe und dann das Blaue. Und dann haben wir hier vielleicht noch auf dieser Segmentation and Reassembly Schicht, SAR, haben wir vielleicht noch hier vorne und hinten dran auch nochmal einen Header und einen Trailer in jeder Zelle. In jeder Zelle transportieren wir also vielleicht 44 Byte oder 46 Byte oder 47 Byte oder 45 Byte, steht hier drin. Von denen da. Und diese Dinge, die dann hier rauskommen, mit SAR-Header und Trailer, mit CS-Header und Trailer, das wird dann in die Zellen reingesteckt, das heißt, da kommen überall vorne dran noch 5 Byte ATM-Zell-Header. Sie sehen, es ist jetzt alles schon ein bisschen fummelig geraten, finde ich jedenfalls. Für diese AALs hat man über die Zeit ein paar Standards gebildet. Da gibt es diesen AAL1, der ist für Constant Bitrate Services. Constant Bitrate bedeutet zum Beispiel 64 Kilobit pro Sekunde. Ja, G711 steht ja auch hier schon. G711 ist ja genau die Kodierung, Kompression. Die klassische. Da hat man als Nutzlast 46 oder 47 Byte, also hier vorne einen Header und hier hinten eventuell noch einen Trailer von einem Byte. In jeder Zelle, wenn man hier ein bisschen Platz hat, kann man da auch noch Sequenznummern reinstecken und wir können hier hinten vielleicht auch noch Fehlerkontrollinformationen in jede Zelle reinstecken. Ein paar Bit-Prüfsumme, vielleicht 8 Bit oder so. Vorne eine Sequenznummer, hinten ein CRC. Beim AAL2, Variable Bitrate bedeutet, dass die Bitrate leicht schwanken kann. Da können wir zum Beispiel Video reinstecken, und das war mal für MPEG-Video gedacht. 45 Byte, also 3 Byte Overhead, da gibt es auch wieder Sequenznummer und CRCs. Der AAL3-4, der wurde mal standardisiert und wieder abgeschafft, weil er dann doch allmählich zu viel Overhead hat. Und stattdessen macht man den AAL5 für Available Bitrate und Unspecified Bitrate. Das kann also wild schwanken, mal nichts übertragen und mal
was übertragen wird, Burst oder so ähnlich. Da gibt es, ja, hier steht Nutzlast 48 Byte, aber mit Nutzlast ist natürlich das hier gemeint, also inklusive Convergence Sublayer Header und Convergence Sublayer Trailer. Im Convergence Sublayer Header ist Management-Information drin und ein CRC, also Management zum Beispiel, wenn man will, noch Informationen, was es denn für Daten sind und noch ein bisschen andere Sachen. Wenn man das Ganze hier, dieses Zusammenbasteln bei Datenraten von 140 Megabit durchführen möchte, hat man schon einige Anforderungen an die Echtzeitverarbeitung. Da muss man sich ranhalten. Dafür ist auch Hardware gebaut worden in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass man es mit irgendeinem modernen ARM-Prozessor oder so ähnlich auch so hinkriegt. Mit Intel sowieso, aber die sind ja für diese Aufgaben vielleicht etwas zu teuer. Vielleicht auch ein Power-PC nehmen. So, jetzt haben wir in den heute mal angefangen mit Rahmenübertragung. Ich möchte es jetzt kurz unterbrechen. Wir kommen dann aber nochmal zu den Rahmen zurück, insbesondere zu den Ethernet-Rahmen. Jetzt möchte ich nämlich über lokale Netze sprechen. Und bei den lokalen Netzen werden wir ein paar anschauen, werden aber dann im Wesentlichen beim Ethernet hängen bleiben und über das Ethernet diskutieren, denn das ist ja das, was man eben heutzutage so nimmt, was sich durchgesetzt hat. Anfangen möchte ich aber mit der Topologie von lokalen Netzwerken. Wenn wir über lokale Netzwerke sprechen, dann meinen wir in der Regel, oder man kann das sagen, fast ausschließlich, Netzwerke mit so einer Broadcast-Topologie. Broadcast-Topologie, das hatten wir hier schon mal angeschaut. An dieser Stelle auf einem Stück, auf einem Medium, in einem Kanal, den alle hören können, können auch alle senden. Und das, was gesendet wird, können alle empfangen. Genauso wie hier. Ich habe hier diesen Kanal Schall in der Luft. Ich sage was, es kommt zumindest akustisch bei Ihnen allen an. Und wenn Sie da rumknirschen oder sich unterhalten, dann kommt es auch bei mir an. Und natürlich kann es zu Überlagerungen führen. Überlagerungen in dem Sinne, dass Ihr Nachbar oder der eine Reihe weiter vorne nicht mehr hört, was ich erzähle, weil Sie zu laut plaudern. Dann wäre es dann irgendwie an der Managementfunktion, ne, hier vorne, da einzuschreiten. Oh, jetzt. Das sind wir bei der Managementfunktion. Das sind wir bei der Zugriffsfunktion. Wir Menschen haben übrigens auch so ein Zugriffsprotokoll in diesem Broadcast-Medium. Einer sendet, alle hören zu. Wenn ich sage, Sie da in der grauen Jacke, dann wissen alle anderen, oh, das kann ich abschalten. Bis auf die, die in der grauen Jacke da sitzen natürlich. Ich habe hier gerade praktischerweise zwei ausgewählt gehabt. Adressiert gehabt. Also, einer sendet und alle, jeder für sich entscheidet, ob er zuhört oder nicht. Und wenn ich sicherstellen will, wenn ich klar machen will, es soll nur bei einem von Ihnen ankommen und nicht bei den anderen, beziehungsweise für die anderen ist es nicht wichtig, die können auch es ignorieren, dann adressiere ich. Jetzt haben wir schon die wichtigsten Mechanismen genannt. Also einer sendet, alle hören zu. Und wenn zwei anfangen zu senden, haben wir Durcheinander, zumindest zur gleichen Zeit. Das Durcheinander müssen wir irgendwie managen können. Alle, die da sind, hören zu, werten die Adressen aus und entscheiden, ob sie die Nachricht speichern, übernehmen oder nicht. Irgendwie juckt mich die Nase. Jeder für sich entscheidet, ob er
das speichert oder nicht. Wir Menschen haben übrigens, auch das lernen wir über die Zeit, durchaus einen Zugriffsalgorithmus. Wenn zwei Leute miteinander sprechen, irgendwo stehen und miteinander plaudern, und der eine sagt was, dann gilt es als unhöflich, wenn der andere einfach reinquatscht, auch was sagt. Wenn dann Pause ist, also wenn ich geredet habe und mache dann Pause, so wie jetzt, könnte das die Anregung sein, für Sie was zu sagen. Man sagt aber typischerweise dann was, wenn kein anderer spricht. Und wenn dann gleich beide gleichzeitig anfangen, das ist Ihnen vielleicht auch schon passiert, Sie stehen da, reden mit einem, dann ist kurzes Schweigen und plötzlich fangen beide an zu reden. Dann gibt es irgendeinen Mechanismus, dass sie wieder aufhören und dann wedelt man mit den Armen oder lächelt sie freundlich an und dann fängt einer an zu reden. Und nicht wieder beide. Das sind so Zugriffsmechanismen, soziale Protokolle, aber aus denen sind das, wenn wir dann auch noch sehen, nächste Stunde wahrscheinlich sehen, sind Zugriffsmechanismen geworden, abgeleitet worden, auch für diese lokalen Netzwerke. Also einer sendet, alle hören zu, die Adressauswertung, Empfänger entscheidet über Speicherung und wir brauchen irgendwas, den wir Medium Access Control, mit der wir den Zugriff von mehreren auf diesen einen Kanal regeln können, managen können, dass sie nicht gleichzeitig zugreifen, sondern hintereinander, Zeitmultiplex. Standardisiert ist das Ganze, hier steht es ja, IEEE Standards 802.x, mit x ist jetzt gemeint, dass da hinten irgendwelche lustigen Zahlen dran stehen, 1, 2, 1D, 3, 4, 5, 6, 11, das sind die Drahtlosen und bei 11 kommt dann noch N und G und B und was es alles so gibt und A. Es gibt auch noch ein paar andere hier, die ich jetzt mal weggelassen habe. Das Zigbee ist eins davon, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das hat. Um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, ein bisschen System reinzubringen, habe ich hier diese Zeichnung. Das 802.1, das ist ein Interface. Und das ist eine API dafür, wenn Sie so wollen. Das kann man in drei Modi betreiben. Da gibt es das verbindungslose Interface, da gibt es das verbindungsorientierte und da gibt es bei den beiden verbindungslosen unbestätigt und bestätigt. Das ist das Interface und das sind sozusagen, ja, das können Sie sich als Funktionsaufrufe vorstellen, mit einer Semantik. Sie sagen, L wie Link, Schicht 2, Data Request, heißt, als Parameter gebe ich 27 Byte oder 42 oder 1000 Byte mit, die sollen übertragen werden. Und der andere Seite, der die Adresse verglichen hat, da kommt dann hier so ein Rückruf, eine Indication, die sagt, Link Data Indication bedeutet, und das heißt auch DL Unit Data Request, DL Unit Data Indication, L Data Indication bedeutet, da sind jetzt ein paar Byte für dich angekommen, zum Beispiel 42. Bestätigte Version, Link Data Acknowledge Request, Link Data Acknowledge Status Indication. Der Request und die Indication ist was angekommen und die Status Indication. Link Data Acknowledge Request heißt, schick bitte diese Bytes hier hinten als Frame ab und ich möchte es bestätigt haben. Link Data Indication auf der anderen Seite, hier ist was und der möchte es jetzt bestätigt haben. Und dann Link Data Acknowledge Status Indication, das wieder beim Sender, ist es was angekommen, beim anderen ist es angekommen, wir haben es richtig abgeliefert. Die Semantik hier ist natürlich, dass der Sender weiß, dass es zumindest auf der anderen Seite in den Briefkasten gesteckt worden ist. Kann man vielleicht ein bisschen mit dem Übergabeeinschreiben oder so ähnlich vergleichen.
und den mit dem Einwurf einschreiben, vergleichen. Und dann gibt es noch einen verbindungsorientierten Modus, da macht man dann sowas wie Link Connect, Link Data Connect, das hier sind die Päckchen wirklich übertragen, das hier Dienstverbindungsaufbau, das Dienstverbindungsabbau, aber die Automaten, die dahinter stecken, die wollen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit für heute und nächsten Dienstag machen wir um 11 Uhr weiter. Ne? Montag ist ja Pfingstmontag. Auf Wiedersehen. Sie können ja den Pfingstmontag benutzen, um hier die Unterlagen nochmal anzugucken. Pfingsten ist ja irgendwie Erleuchtung angesagt und Stärkung und so weiter. Vielleicht hilft's.